Darauf hat die Fangemeinde gewartet. Nach dem Turbo zeigen die Zuffenhausener auch ihre giftigste Form des Porsche-Fahrens. Vorhang auf für den schärfsten Teufel aus der grünen Hölle, der neue GT3 RS. Mehr Rennmaschine aus dem Porsche-Werk geht nicht. Auf der IAA wird er stehen, mit 15 PS mehr als der normale GT3 und mit kürzerer Getriebeübersetzung. Damit beschleunigt er jetzt noch schneller und ist in 4 Sekunden auf 100. Die Topspeed ist dafür 2 km/h langsamer. Das wahre Rennerlebnis macht sich bemerkbar dank 1370 Kilo Leergewicht, also 3 Kilogramm Leistungsgewicht. Seine Kraft überträgt das hochdrehende Boxertriebwerk ausschließlich per Handschaltung auf die Hinterräder. Dafür hat der sportlichste 911-Sauger jetzt auch das programmierte aktive Fahrwerk eingebaut bekommen, damit er noch besser aus der Kurve kommt. Die Spur ist breiter, die Reifen fallen üppiger aus und der Heckspoiler ist noch einmal gewachsen. Kommen wir zu dem Preis, der leider auch gewachsen ist. 145.871 Euro kostet der RS und er liegt damit auf Turboniveau. Die beiden stehen ja schließlich auch zusammen auf dem Messestand in Frankfurt.